Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser der Nachdenkseiten, zu unserem neuen Videopodcast. In der letzten Woche haben wir uns hier mit dem Thema Griechenland beschäftigt und dazu haben uns natürlich auch einige Leserfragen erreicht. Einige dieser Fragen möchte ich gerne in dieser Folge beantworten. Fangen wir mit der Frage des Lesers MW an. Unser Leser MW schreibt uns: Werte Nachdenkler, zur griechischen Finanzkrise habe ich folgende Frage. Was haben die damaligen griechischen Regierungen mit den Krediten, die sie von den Banken erhalten haben, gemacht? Ja, ich hatte ja in der letzten Folge bereits angedeutet, dass ein Großteil dieser Kredite den griechischen Staat und Griechenland gar nicht erreicht hat, sondern nur durch Griechenland durchgeflossen ist. Dazu gibt es natürlich auch präzise Zahlen. Ich habe hier mal was vorbereitet und zwar stammen diese Zahlen vom griechischen Institut Makropolis. Die haben die ganzen Veröffentlichungen der Troika mal genau auseinandergenommen und eine Bilanz aufgestellt. Und daran sieht man, dass also die Gelder, die jetzt wirklich in Griechenland geblieben sind für Staatsausgaben, auch davon ist ein Teil, so Stichwort Rüstungsimporte, nach Deutschland zurückgeflossen, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Also der Teil ist relativ klein, es ist lediglich also dieses Primärdefizit von 15,3 Milliarden und nicht näher bezifferte andere Zwecke für im Staatshaushalt 11,7 Milliarden. Der weitaus größere Teil wurde für Dinge ausgegeben, bei denen das Geld den griechischen Staat eigentlich gar nicht erreicht hat. Allen voran die Zinszahlungen mit 40,6 Milliarden. Das ist ja schon paradox. Ein sehr großer Teil, nämlich 40 Milliarden, ging an Griechenland für Zinszahlungen. Zinszahlungen, das sind die Einnahmen der Gläubiger. Also die Einnahmen einmal privater Gläubiger, wie Banken zum Beispiel, die durch den EFSF, also den Euro-Rettungsschirm, abgesichert sind. Und natürlich auch die Zinseinnahmen der Euro-Staaten, die darunter fallen. Der weitaus größte Teil, 81,3 Milliarden Euro, würden für auslaufende Schulden bedient. Auslaufende Schulden bedienen heißt natürlich nicht, Griechenland hat heute mehr Schulden als früher, dass diese Schulden abbezahlt wurden, sondern diese Schulden, die ausgelaufen sind, wurden durch neue Kredite ersetzt. 9,1 Milliarden Euro wurden für Mittel des IWF aufgebracht. Also sprich die Zinsen und die Tilgung der IWF-Kredite. Weitere 2,3 Milliarden Euro wurden als Einlage für den ESM aufgewandt. Meint der ESM, das ist ein Rettungsschirm der Eurozone. Also sprich, Griechenland hat zum Teil seine eigene Rettung auch noch finanziert. 34,6 Milliarden Euro gingen für PSI, für die Umschuldung, das Private Sector Involvement. Sprich, Griechenland hat für diese Summe Banken, alte griechische Staatsanleihen abgekauft. Und diese Staatsanleihen, die wurden dann umfirmiert durch EFSF-Anleihen. Also das Geld wurde Griechenland dafür gegeben, Banken alte Forderungen abzukaufen. 48,2 Milliarden Euro gegen die Rekapitalisierung griechischer Banken hat auch direkt etwas mit der Staatsschuldenproblematik zu tun. Und warum mussten die griechischen Banken rekapitalisiert werden? Klar, Wirtschaftskrise, aber hauptsächlich deshalb, weil griechische Banken, griechische Staatsanleihen naturgemäß in ihren Portfolios haben und diese Staatsanleihen natürlich abgewertet werden mussten. Und das musste ausgeglichen werden, ansonsten wären diese Banken auf dem Papier pleite. Sprich, die Troika, vor allen Dingen natürlich die EZB jetzt für diesen Part, musste den griechischen Banken Geld leihen, das jetzt auch unter diese Troika-Kredite gebucht werden kann. 11,3 Milliarden Euro gingen in den Schuldenrückkauf. Auch eine ganz lustige Sache. Gut, also insgesamt sind fast 90% der Troika-Kredite an Griechenland dafür verwendet worden, Gläubiger auszubezahlen, Schulden zu erneuern, Zinsen zu bedienen. Also sprich, diese Gelder haben den Griechen überhaupt gar nichts gebracht, sondern nur den Gläubigern. Allen voran natürlich den Banken und den Rettern selbst der Troika, die Griechenland jede Menge Geld geliehen haben. Gut, und nur etwas über 10% dieser Gelder sind in den eigentlichen Staatshaushalt geflossen. Unser Leser FM schreibt uns:
In der Debatte über das Verhältnis zwischen Griechenland und der EU geht es doch vor allem um Dinge, die nichts mit der Sache selbst zu tun haben, wie die halbstarken Griechen, die Trickser, die Linksradikalen und so weiter. Punkte, die für mich von Bedeutung sind, werden gar nicht angesprochen. Warum muss Griechenland eigentlich immer bis zum so und so vielten des Monats liefern? Und warum laufen die Programme stets am Ende des jetzigen oder des nächsten Monats aus? Ja, das ist natürlich kein Zufall, das ist natürlich Absicht, das ist klar. Man könnte das vielleicht so vergleichen, dass die Troika die Schlinge möglichst eng um den griechischen Hals legen will, dass die Griechen sich nicht so leicht daraus befreien können. Und dafür ist es natürlich nötig, dass permanent so eine Erfolgskontrollen durchgeführt werden, also Erfolg jetzt im Sinne der Troika, dass die Griechen auch ja das befolgen, was die Troika ihnen befiehlt. Und da wurde jetzt, ich glaube, mittlerweile befinden wir uns im dritten Programm, die sechste Kredittranche ist ausbezahlt. Das wird mittlerweile fast quartalsweise, werden diese Reviews dann veröffentlicht, bei denen dann die Vertreter der Troika ihren Daumen entweder heben oder senken. Haben die Griechen das ordentlich gemacht, haben sie es nicht ordentlich gemacht? Sprich, die Griechen stehen eigentlich permanent unter Erfolgsdruck, so möchte ich es mal sagen. Sie stehen unter permanenter Kontrolle, ob sie das auch umsetzen, was die Troika ihnen befiehlt. Das Ganze, diese Kredittranchen werden dann immer ausgezahlt, wenn ein etwas größerer Kredit ausläuft und neu bedient werden muss. Ich meine, das ist klar, Griechenland hat seine Schulden natürlich kontinuierlich aufgenommen. Und wenn jetzt eine große Tranche bedient werden muss, dann braucht der griechische Staat wieder einmal frisches Geld von der Troika. Und die Troika legt natürlich die Termine für die Bewilligung oder Ablehnung der Programme immer kurz vor diesem Zeitpunkt, sodass Griechenland eigentlich permanent auch auf diese Last-Minute-Entscheidung angewiesen ist. Ansonsten müsste es ein Staatsbankrott erklären. Sind diese Programme überhaupt sinnvoll? Das ist natürlich eine ideologische Frage und ich sage natürlich, dass diese Programme nicht sinnvoll sind. Nein, natürlich sind da ein paar sinnvolle Aspekte dabei, beispielsweise die Stärkung der Steuereinnahmen, aber das spielt ja keine große Rolle. Die große Rolle bei diesen Programmen spielen ja neoliberale Reformen, die eigentlich überhaupt gar nichts mit den Staatsfinanzen zu tun haben. Ja, die Liberalisierung des Arbeitsmarkts beispielsweise, was hat das mit den Staatsfinanzen zu tun? Gar nichts. Und diese Teile der Programme sind natürlich auch komplett kontraproduktiv. Ich meine, da muss man sich nur mal vor Augen halten. Griechenland befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Privathaushalte haben immer weniger Geld, können dementsprechend auch immer weniger ausgeben. So, die Unternehmen investieren natürlich nicht, weil sie natürlich keine Nachfrage vor Ort haben. Sprich, die Unternehmen geben auch immer weniger aus. Die Banken geben natürlich auch weniger Kredite. Weil ihre Bilanzen ziemlich gestresst sind und b, weil schlichtweg niemand Kredite momentan braucht. Die Bürger brauchen keine Kredite, weil sie auch so schon Angst haben, dass sie finanziell in Zukunft ihre Kosten nicht mehr decken können. Bei den Unternehmen sieht es ganz genauso aus. So, was man jetzt bräuchte, wäre natürlich volkswirtschaftlich, dass der Staat diese Lücken schließt und mehr Geld ausgibt, mehr investiert, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Aber genau das Gegenteil geschieht. Während Privathaushalte und Unternehmen notgedrungenerweise sparen müssen, also sprich ihre Ausgaben zurückfahren, muss der Staat das nun auch machen, nach dem Willen der Troika. Was passiert, ist ganz logisch, wenn alle drei Sektoren weniger ausgeben, sinkt die Wirtschaftskraft. Wenn die Wirtschaftskraft sinkt, sinken damit auch die Steuereinnahmen. Wenn die Wirtschaftskraft sinkt, steigen gewisse Ausgaben des Staates, vor allen Dingen im sozialen Bereich. Nun, was passiert, ist logisch. Der Staat nimmt nicht mehr Geld ein, sondern weniger, was auch in Griechenland passiert. Das wird in Griechenland natürlich nur dadurch kaschiert, dass die Kürzungen so gewaltig sind, dass jetzt sogar Primärüberschüsse erwirtschaftet werden, was allerdings kein gutes, sondern eher ein schlechtes Zeichen ist, denn die Wirtschaft ist ja weiterhin im freien Fall. Und der Staat fährt seine Ausgaben weiter zurück.
Juicer will das jetzt ändern. Hoffen wir mal, dass sie sich damit auch durchsetzen können. Denn die griechische Volkswirtschaft braucht einen Impuls und dieser Impuls kann momentan nur vom Staat kommen, von wem denn sonst? Was ist das eigentliche Problem, das gelöst werden müsste? Tja, was ist das eigentliche Problem? Antworte ich jetzt mal im großen Rahmen. Das eigentliche Problem ist natürlich die Konstruktion der EU und die Konstruktion der Eurozone. Aber das wollen Sie jetzt bestimmt nicht hören. Sie wollen sicherlich hören, was man jetzt mit Griechenland machen kann, wie Griechenland jetzt auf den Erfolgspfad kommt. Und diese Frage ist schwer zu beantworten. Dann sollte man sich zunächst mal von der Vorstellung verabschieden, dass Griechenland zu einem zweiten Deutschland oder speziell zu einem zweiten Baden-Württemberg werden kann. Das kann Griechenland nicht. Griechenland hat fast keine Industrie. Wenn wir uns beispielsweise mal das produzierende Gewerbe in Griechenland anschauen, was sind dort die größten Sektoren? Das ist der Lebensmittelsektor, das sind die Metalle, also Rohstoffe, verarbeitete Rohstoffe und Mineralprodukte, wie beispielsweise Zement. So, spricht eigentlich eher im Schwellenland als einem Industrieland. Selbst wenn man jetzt mal das ins Verhältnis setzt, beispielsweise die kombinierte Käse- und Milchwirtschaft in Griechenland, alles zusammengenommen, ist wesentlich kleiner als der deutsche Müller-Milchkonzern. Die gesamte griechische Metallwirtschaft erzielt gerade mal ein Drittel Umsatz des Salzgitter-Stahlkonzerns in Deutschland. Die griechische Zementbranche hat nicht mal ein Zehntel des Umsatzes von Heidelberg Zement. Also selbst die starken griechischen Branchen sind jetzt im Vergleich zu einzelnen deutschen Firmen verschwindend klein und gering. Und wenn wir uns mal anschauen, was jetzt in sogenannten Hightech- oder Zukunftsbereichen im produzierenden Gewerbe in Griechenland, wie es da ausschaut, es ist eigentlich nicht nennenswert. Man darf natürlich nicht vergessen, Griechenland ist kein Industrieland. Griechenland war noch nie ein Industrieland. Griechenland hat jedoch auch zwei, das darf man auch nicht vergessen, zwei sehr, sehr erfolgreiche Sektoren, die auch also in diesen Sektoren jeweils für immense Handelsbilanzüberschüsse sorgen. Das ist der Tourismus und die Schifffahrtsbranche. Fangen wir mal mit dem Tourismus an. Der ist ja auch in Deutschland sehr bekannt. Also 19% aller Griechen, das sind 840.000 Menschen, arbeiten in der Tourismusbranche. Und da jeder Tourist, das sind fast 20 Millionen, circa 1.000 US-Dollar in Griechenland ausgibt, trägt das natürlich auch ganz gewaltig zu den Deviseneinnahmen ein. Deviseneinnahmen ist jetzt Quatsch, weil das sind ja auch Euros im größten Teil. Aber dadurch wird natürlich zum Teil dieser, ja, aus das Außenhandelsdefizit, das für die Importe von Konsumgütern und von Investitionsgütern ausgegeben wird, wird dadurch natürlich zum Teil getilgt. Ein anderer sehr erfolgreicher griechischer Sektor, was hierzulande kaum bekannt ist, ist die Schifffahrtsbranche. Griechenland, wenn man es einmal danach aufschlüsselt, wem die Schiffe gehören und von wo aus sie betrieben werden, hat die größte Handelsflotte der Welt. Noch größer als Japan, größer als China und natürlich auch größer als Deutschland. 41% nach Bruttoregisterton aller Schiffe innerhalb der EU werden von griechischen Reedern geführt. Das sorgt für 160.000 Arbeitsplätze. Das ist gar nicht mal wenig. Und erstaunlich ist für mich vor allen Dingen, dass diese Schifffahrtsbranche 11 Milliarden Euro, nein, Dollar, 11 Milliarden Dollar pro Jahr ins Land holt. Also Handelsbilanzüberschüsse erzielt. Klar, bei den Reedern denkt man natürlich jetzt auch daran, dass die großen Reederfamilien bislang kaum besteuert werden. Das war so eine besondere Art der Subvention der alten griechischen Regierung. Das muss natürlich geändert werden. Aber man muss natürlich schon anerkennen, dass Griechenland zumindest zwei Bereiche hat, die sehr, sehr erfolgreich sind und die Handelsbilanzüberschüsse erzielen, mit denen die Defizite auf der anderen Seite ausgeglichen werden. So, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis zu Deutschland setzt, vergleichen wir doch mal Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß, das ist gemein, aber ja, was hat denn Mecklenburg-Vorpommern zu bieten? Hat Mecklenburg-Vorpommern irgendeine relevante Industrie, ein produzierendes Gewerbe? Nö. Gut, es hatte mal die Reedereien, die sind jetzt allerdings auch schon im Niedergang. Ansonsten ist Mecklenburg-Vorpommern durchaus mit Griechenland vergleichbar. Dennoch käme in Deutschland jetzt niemand auf die Idee zu sagen, in Mecklenburg-Vorpommern müssen die Löhne gekürzt werden, müssen die Krankenhäuser dicht machen. Da käme niemand auf die Idee, aus Mecklenburg-Vorpommern jetzt ein zweites Baden-Württemberg machen zu wollen. Ja, in Europa sieht das ein bisschen anders aus, weil es halt die Nationalstaaten sind. Aber das ist eigentlich mein Kernargument.
dass Europa so zusammenwachsen muss, dass Staaten wie Griechenland auch durch Staaten wie Deutschland quersubventioniert werden. Denn man darf natürlich auch nicht vergessen, Länder wie Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland sind auch Märkte. Dort werden unter anderem die Automobile gekauft, die in Baden-Württemberg hergestellt werden. Genauso sieht es mit Griechenland und Deutschland aus, wenn man es ein bisschen höher sieht. Bloß da muss Europa sich neu definieren. Europa muss dann eine Sozialunion werden. Europa muss näher zusammenwachsen. Es muss selbstverständlich sein, dass es in Europa so einen Bilanztransfer gibt, dass also Gelder, die Deutschland erwirtschaftet, auch zum Teil nach Griechenland fließen. Ja, die Frage muss man sich zumindest stellen. Wie man auf diese Frage antwortet, das ist ja eine ganz andere Sache. Das mag vielleicht in Deutschland vor allen Dingen bei den großen Parteien nicht sonderlich populär sein, aber wenn man diese Frage nicht bejaht, wenn Europa auf diese Art und Weise nicht zusammenwächst, dann ist dieses europäische Projekt zumindest mit der Gemeinschaftswährung wohl gescheitert und hat auch keine Zukunft. Denn auch in anderen Bereichen ist Deutschland da ja komplett uneinsichtig. Die Löhne in Deutschland müssen beispielsweise wesentlich stärker steigen, um diese Wettbewerbsnachteile zu kompensieren. In Deutschland die Vorteile, die Nachteile in Südeuropa. Das geschieht aber nicht, wird auch in absehbarer Zeit höchstwahrscheinlich nicht geschehen. Und so läuft natürlich die gesamte Eurozone vor der Wand. Kann Griechenland selbst im besten Falle über 300 Milliarden jemals zurückzahlen? Nein, Griechenland wird diese 300 Milliarden Euro, ein bisschen mehr als 300 Milliarden Euro, nicht zurückzahlen können. Das weiß jeder, das wusste auch schon immer jeder. Das hat bloß nicht immer jeder gesagt. Ich meine, wir von den Nachdenkseiten haben es schon immer gesagt und geschrieben. Einige Ökonomen, gute Ökonomen, Heiner Flassbeck, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Yannis Varoufakis, der jetzige griechische Finanzminister, haben es auch schon immer gesagt. Aber das wollte ja damals niemand hören. Heute hat sich das bis in den Mainstream eigentlich schon weitestgehend durchgesetzt. Die meisten Zeitungen, Kommentatoren in den Zeitungen vertreten auch nicht mehr die Position, Griechenland müsse seine Schulden zurückbezahlen. Allesfalls noch ein paar wirtschafts- und finanzpolitische Taliban bei der Welt oder der Bild-Zeitung, die darauf pochen, genauso wie einige CDU-Politiker, die allerdings, jetzt sage ich es mal ein bisschen frech, den Schluss nicht gehört haben. Das ist komplett absurd, ist das. Allein die Vorstellung, dass irgendein Staat seine Schulden zurückzahlt, ist eigentlich ziemlich absurd. Auch Deutschland wird seine Schulden nicht zurückzahlen können, auch Japan wird seine Schulden nicht zurückzahlen können, auch die USA nicht. Verlangt allerdings auch gar keiner. Wichtig ist es ja bei Staaten nur, dass die Zinslast, die Tilgung bedient wird. Und das ist in den meisten Staaten, die haben damit kein Problem. Griechenland hat damit ein Problem. Und Griechenland wird dieses Problem auch nicht loswerden. Daher wichtiger ist daher auch nicht die Frage, ob Griechenland seine Schulden zurückbezahlt. Nö, wird es nicht. Wichtig ist die Frage, ob Griechenland die Tilgung bedienen kann, die Zinslast bedienen kann. Und das kann Griechenland im Moment nicht. Und das ist das Problem. Dafür braucht es die Kredite der Troika. Und da muss man sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie lange wollen wir das denn überhaupt noch so weitermachen? Denn daran wird sich auch nichts ändern an diesem Zustand. Hat man nur die Möglichkeit, die Zinslast runterzufahren, die Zinsen auszusetzen, beispielsweise durch Evergreen Bonds, also sprich Anleihen, die am Sankt-Nimmerleins-Tag fällig werden, oder die Schulden zumindest zum Teil einfach wegzustreichen. Dadurch wird natürlich die Zinslast dann automatisch geringer und das ist der Kernpunkt. Und irgendeine dieser Sachen wird kommen. Die Frage ist, ob das Ganze konstruktiv kommt, also sprich in Übereinkunft zwischen Griechenland und der Troika, oder ob das Ganze nicht konstruktiv geschieht, sprich durch einen Staatsbankrott Griechenlands, der provoziert wurde, weil die Troika Griechenland nicht entgegenkommt. Und da muss man sich natürlich jetzt auch Fragen für die Zukunft Europas stellen, wie wir das alles gestalten wollen. Wollen wir einfach einen Staat vor die Hunde gehen lassen? Es geht da jetzt nicht um diesen abstrakten Staat Griechenland, interessiert keinen Menschen. Es geht da ja um die griechischen Menschen, die jetzt schon leiden ohne Ende. Das Ganze würde noch schlimmer, wenn die Eurozone Griechenland wirklich über die Klinge springen lässt. Und kann eine zivilisierte Völkergemeinschaft sich so etwas denn überhaupt leisten? Diese Frage sollte man sich stellen. Und sollte eine zivilisierte Völkergemeinschaft
eines ihrer Mitglieder auf dem Altar der Märkte, sage ich mal prosaisch, opfern. Was würde denn dann passieren? Wir sehen das ja jetzt schon, dass die rechtsradikalen Kräfte in ganz Europa auf der Siegerstraße sind. Der Front National in Frankreich, der schon die stärkste Partei ist. Naja, meine, wenn wir es so weitergehen lassen und weiter die Märkte regieren lassen und die Menschen krepieren lassen, dann wird dies zum Siegeszug der Rechten beitragen. Und dann wird es Nacht in Europa. Das ist natürlich jetzt eine sehr negative Prognose, aber hin und wieder muss man sich ja auch vergegenwärtigen, um was es hier eigentlich geht. Es geht ja nicht nur um ökonomische Kennzahlen. Ja, ich hoffe, ich konnte diese Fragen gescheit beantworten. Und wenn auch Sie Fragen an die Nachdenkseiten haben, gerne auch zum Thema Griechenland, dann schreiben Sie bitte an fragen@nachdenkseiten.de. Und vielleicht geht es in der nächsten Woche oder in der nächsten Folge bereits um Ihre Fragen. So, bis dahin verabschiede ich mich. Ein schönes Wochenende. Ihr Jens Berger. Auf Wiedersehen.